Bugatti rein, Digga, ne? Das mit Chief Keef. Chicago's neue Generation. Chicago's neue Generation, Digga. Gehen rein. Michel, damaliger Chief Keef-Fan. Habe ich nie verstanden, warum. Aber egal. Oh, bitch, nigga, that's the shit I don't like. Bang, bang. Ich höre, du hast dieses Lied damals rauf und runter gehört, ne? Digga, anders. The performer known as Chief Keef won't be spending any time in jail following his no contest plea today. Ach, Kinder, der Mann. The owner is now looking for a new headliner to take the stage for tomorrow night after he said the Chicago rapper with ties to guns and gangs would not be allowed to perform in his club. Rap artist Chief Keef boasts more than a million Twitter followers, but today it was LAPD SWAT and not his fans pulling him and two others out of this home in Tarzana. Der hat auch immer mit Polizei irgendwas, ja? Der Junge ist auch aktiv in diese Gang-Business-Sachen. Gang-Business. Keef Cozert, a.k.a. Chief Keef, wird am 15. August 1995 in Chicago geboren. Seine Mutter war zu diesem Zeitpunkt gerade mal 15 Jahre alt und benannt... Oh, das ist auch schon wieder wild. 15 Jahre und ein Kind bekommen? Kann man machen. ...den nach seinem Onkel Big Keef. Zu seinem Vater, Alfonso Cozert, der nie da war, hat er nie eine gute Bindung gehabt. Da seine Mutter noch selber ein Kind ist, kriegt seine Großmutter die Vormundschaft übertragen. Er wächst im Parkway Garden Homes, in den heute berüchtigten O-Blocks auf. Ein Block, der von der Gangster Disciple Gang regiert wird. So rutscht Keef schon im Kindergartenalter in die Gangkultur. Schon im Alter von 5 Jahren findet er die Liebe zu Rap und rappt fast täglich mit Kinderworten auf die Karaoke-Maschine seiner Mutter. Da er noch ein Kind ist, kann er zu diesem Zeitpunkt noch nicht realisieren, dass er bald durch sein Hobby ein Millionär werden wird. Er besucht bis zum 15. Lebensjahr die Schule und während der Schulzeit lernt er einen DJ kennen und fängt an, seine ersten Rap-Songs aufzunehmen. Sie lernen monatelang, wie man am besten klingt und üben fast täglich. Im Jahre 2009 release Chief Keef dann sein erstes Mixtape namens UF Overload, was sowas wie die Geburt von Chief Keef war. Chief heißt auf Deutsch Chef oder Boss und Keef ist ein Wortspiel auf seinen Namen Keef. In dem Jahr, wo er seine Schule beendet, droppt er das nächste Mixtape, in dem man immer mehr hören kann, dass Keef auf Drillbeats am besten klingt. Und die Stories, die er erzählt hat, sind alle echt. Das sieht man dann auch im Jahre 2011, wo er wegen Drogenhandel verhaftet wurde. Sie finden mehrere kleine Mengen. Das Ding ist, diese ganzen Rapper in Amerika sind doch echt Gangster oder haben eine Gangster-Vergangenheit. Viele, bei denen ist kein Spaß, Digga, ja? Das ist echt anders, Digga. Heroin bei ihm. Weil er noch minderjährig ist, muss er nicht in Haft und wird unter Hausarrest gestellt. Das ist das Gute, Digga, wenn man minderjährig ist und kriminell ist. Die Zeit nutzt er dann, um noch mehr Musik zu machen, die er dann zum Free-Download online stellt. Als er dann das Mixtape Bang droppt und dazu die ersten Musikvideos released, fängt auch sein Viertel an ihn zu pushen und Keef hat das erste Mal Aufmerksamkeit in der Stadt. Und als er dann nochmal festgenommen wird, weil er mit einer Waffe auf einen Polizeibeamten gezielt hat und die Presse davon berichtet, wird der regelrecht über Nacht zu einem Underground-Star. Aufgrund der Tat darf Chief Keef nur noch im Haus der Großmutter sein und nicht mal mehr vor die Tür gehen. Diese Zeit nutzt er dann wieder zum Musikmachen und lernt online einen Produzenten namens Young Chubb kennen, der auch aus Chicago kommt. Die beiden connecten miteinander und nehmen so viele Songs bei seiner Großmutter auf, bis der Hit dabei ist, der Chief Keefs Leben verändert. Im März 2012 lädt Chief Keef das Video zu Don't Like hoch. Kanye West, der auch aus Chicago kommt, sieht das Talent in Chief Keef und remixt den Song. So wird Chief Keef offiziell ein Teil der Hip-Hop-Szene. Und das mit gerade mal 16 Jahren. Digga, wenn Kanye West einen Song von mir remixed hätte, ich hätte geweint. Rivalisierende Gang namens Gangster Disciples kriegt den Erfolg und die Seitenhiebe, die Keef den GDs verpasst hat, mit und entscheiden sich auch ein Rap-Video zu drehen. Lil Jojo droppt nach kurzer Zeit das Video zum Lied BDK. In Amerika, das mit Gang-Sachen ist auch immer so, ist mir aufgefallen. Digga, wenn einer von einer anderen Gang berühmt wird, die anderen direkt, nein, das geht nicht. Ja, die müssen auch, irgendwas machen. Auch jemanden hochzuziehen, so, ja, ne? Mann. Das sind ganz andere Filme da, Digga. Wer die ganze Gang von Chief Keef disst. Daraufhin tauchen Videos auf, wie die Teenager sich gegenseitig auflungern und sich gegenseitig bedrohen, sich umzubringen. Die ganze Little Jojo Story mache ich mal in einem externen Video. Am 4. September 2012 wird Lil Jojo auf offener Straße erschossen. Und das Internet, ja sogar die Mutter von Lil Jojo, macht Chief Keef und seine Gang dafür verantwortlich. Who do you think is responsible for your son's death? Chief Keef. You believe he himself pulled the trigger? I don't believe himself pulled the trigger. I believe he paid somebody to do it.
Das pusht natürlich auch wieder mal die Aufmerksamkeit enorm. Und mit der Aufmerksamkeit, die er jetzt hat, released er fast jeden Monat ein Mixtape und dann das Album Finally Rich, das über Interscope erscheint. Der Interscope-Deal beinhaltet 6 Millionen Dollar für 3 Jahre, die Chief Keef dort gesigned ist. Ist gut. Damit kann man auf jeden Fall leben, Digga. Aber um sich nicht zu überschätzen, schreibt Interscope in den Vertrag rein, dass wenn das erste Album nicht mindestens 250.000 Platten verkauft, sie Chief Keef offiziell vom Label droppen können und der Deal dann platzt. 250.000? Was? Was ist das denn für ein Deal, Digga, ja? Für einen Newcomer, Alter, schon hart, Digga, ehrlich. Die wollten ihn ja auseinandernehmen. Das Album wird dann released und kann in der ersten Woche nur 50.000 Einheiten verkaufen. Ja, normal, Digga. Chief Keef wirft daraufhin sein Label vor, dass sie nicht für genügend Promotion gesorgt haben und erscheint aufgrund dessen nicht mehr zu Terminen, wie zum Beispiel Live-Auftritten. Deswegen released Chief Keef fast nur Gratis-Musik. Aber dadurch, dass er kontinuierlich released, wird die Qualität der Songs immer schlechter, sodass seine Mixtapes immer weniger Aufmerksamkeit bekommen. Auch seine Lean-Sucht sorgt dafür, dass er fast nie Interviews gibt. Nehmt kein Lean, Kinder. Falscher Weg. Was heutzutage ja schon fast ein Muss ist. Anfang 2014 released er dann seine erste Single zu seinem zweiten Album, welches seinen Cousin Blood Money als Feature hat. Und nur kurze Zeit später wird Blood Money, der sehr eng mit Chief Keef ist, erschossen. Um sich von dem Verlust abzulenken, macht er noch mehr Musik und fängt sogar an, Beats zu bauen und zu produzieren. Doch das hält Interscope nicht davon ab, ihn im Jahre 2014 zu droppen. Und da immer mehr Leute um ihn herum erschossen werden, entschließt er sich letztendlich, nach L.A. zu ziehen und im Jahre 2015 sein Album zu releasen, das leider nur auf Platz 131 charten kann. Alter, macht keinen Sinn, ganz in Chicago zu bleiben. Da sterben nur Leute. Ja. Ich glaube, Chicago ist auch diese Stadt in Amerika, ja, wo die Leute sterben. Ne? Ja, also, das ist eine der letzten Städte in Amerika auf jeden Fall. Aber auch wenn er nicht mehr in Chicago lebt, seine Jungs sind immer noch dort und so wird wieder mal ein Crewmitglied von Chief Keef namens Capo bei einem Drive-By erschossen. Bei dem Drive-By wurde ein Kinderwagen eines 13 Monate alten Babys getroffen, welches kurz darauf verstarb. Perfekt. Rest in peace, Alter. Chief Keef kündigt über Twitter an, ein Benefizkonzert zu organisieren. Der Spendenerlös soll an die Familie des Babys gehen. Aber der Bürgermeister der Stadt wirft Chief Keef Doppelmoral vor und untersagt Chief Keef das Konzert. Als das Benefizkonzert dann woanders stattfinden soll, wird aufgrund der Gefährdung der Öffentlichkeit das Konzert abgebrochen. Die Labelsituation, seine Verluste und vielleicht noch Gründe, die wir gar nicht wissen, nahm Chief Keef dann zum Anlass, im März 2016 seine Karriere offiziell zu beenden. Dennoch kann er das Rappen einfach nicht sein lassen und released auf dem darauffolgenden Jahr mal wieder ein Mixtape. Seitdem hat er über 20 Mixtapes gedroppt. Aber auch wenn er sich auf die Musik konzentriert und Chicago so gut wie nie besucht, um Stress zu vermeiden, wird im Jahre 2018 erneut ein Cousin und Rap-Partner von Chief Keef namens Fredo Santana ins Krankenhaus gebracht und verstirbt dort. Digga, am besten nicht mit Chief Keef abhängen, Digga. Alle aus seinem Umfeld sterben einfach. Ja, die sind doch anscheinend so Gang-Leute, ne? Das ist echt ein richtiger Film, Alter, ja. Wahrscheinlich war sein exzessiver Lean-Konsum dafür verantwortlich. Ah, okay. Auch bis heute sind Interviews von Chief Keef sehr selten. Und er spricht sehr wenig über seine Vergangenheit, außer in seiner Musik. So hat er es mittlerweile geschafft, ein Jahrzehnt relevant zu bleiben und einen Haufen an Rappern zu inspirieren. Andererseits wird Chief Keef immer vorgeworfen, dass er dafür verantwortlich ist, dass es so viele respektlose Chicago-Drill-Rapper gibt. Also wenn ihr mich fragt, denke ich, dass Chief Keef einfach ein Produkt der Gesellschaft ist. Eine Mutter kriegt mit 15 Jahren ein Kind, 15 Jahren, in einer Gegend, die sowieso schon kriminell ist. Ich denke, dass die einen oder anderen von euch nicht verstehen, dass Rap auch eine Art Therapie ist. Wenn ihr die ganzen Kids seht, im Videoclips mit Waffen und so ein Scheiß, dann solltet ihr wissen, dass diese Kids sowas wie Kriegskinder sind. Da sie nichts anderes außer Gewalt kennen, fangen sie an, die Gewalt als Normalität zu sehen. Und wenn sie dann bemerken, dass deren Normalität für den Autonormalverbraucher etwas Heftiges ist, natürlich versuchen sie dann, das Beste daraus zu machen. Deswegen denkt nicht, ich verharmlose hier die ganze Zeit kriminelle Sachen oder sowas. Es geht nur darum, dass durch die Dokumentation der ein oder andere mal versteht, warum der ein oder andere das rappt, was er rappt. Kranker Scheiß, Digga, ehrlich, kranker Scheiß, ja. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon sehr lange nichts mehr von Chief Keef gehört, Digga. Ja, ich auch nicht. Ich habe schon so lange von dem Mann nichts gehört, Digga. Ich habe das nicht mal weder gemerkt. Positiv noch negativ und musikalisch auch nicht. Ja. Ich muss auch sagen, ich war auch nie so der krasse Chief Keef-Fan. Du schon, Digga, du hast Chief Keef echt krass gefeiert, Digga, ne? Der war richtig drinne in dir. Man dachte, du bist ein kleiner Bruder, Alter, ja. In mir war der nicht drin, aber der war sein Dämon war in dir drin.